Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Dragon Ball Thema Video. Das Thema dieses Videos ist Pan, eine große Kämpferin. Pan hat ja auf jeden Fall enorm viel Potenzial, was man ja auch selber in den Folgen gesehen hat. Allein, dass es schon als Baby fliegen kann, ist wirklich schon sehr erstaunlich. In Dragon Ball GT war sie auch, sage ich mal, recht stark, aber GT ist eh non-canon und diese ganzen Ereignisse werden nie passieren. Und Chichi steht Pan ja auch nicht mehr im Weg, da sie ja in einer Dragon Ball Super Folge akzeptiert hat, wenn Pan eine Kämpferin wird, wird sie eine Kämpferin. Das Ende von Dragon Ball Z rückt ja immer näher und dort war Pan ja 4 Jahre alt und mit diesem Alter war sie schon wirklich recht stark. Als sie bei Son Gohan, Son Goten, Vegeta und Bulma aufgetaucht ist, hat sie eine ganze Erdumrundung gemacht. Klar, eine Erdumrundung klingt zwar jetzt nicht so extrem, aber es sind immerhin 40.000 Kilometer. Son Goten und Trunks haben ja sehr leicht den Super Saiyajin erlernt und so wird es mit Pan, denke ich mal, auch kein Stück anders sein. Bei Pan könnte es sogar noch extremer sein, weil vor ihrer Zeugung konnte Son Gohan ja den Super Saiyajin 2, das heißt, sie könnte den Super Saiyajin 2 auch recht leicht erlernen. Es ist an der Stelle natürlich keine Bestätigung, dass es halt nur etwas, was ich glaube, was vielleicht eintreffen könnte. Was ich aber sehr hoffe, dass sie nicht diesen Schritt gehen, nur weil Pan ein Mädchen ist, dass sie nicht trainiert. Ich habe es ja wirklich schon auch sehr oft in anderen Videos gesagt, aber bei Son Goten und Trunks kotzt es einfach einen an, dass sie einfach keine Rolle mehr spielen. Und da habe ich Bedenken, dass sie bei Pan genauso den Schritt machen und sie einfach zur Seite werfen, was ich einfach nicht hoffe. Weil von der jüngeren Generation hat Pan das zweitmeiste Potenzial nach Bra, aber zu Bra kommt auch noch ein Video später. Am Ende von Dragon Ball Z war sie ja eine Kämpferin und mochte auch das Kämpfen und ich hoffe einfach wirklich, ich weiß, sie sagt eher oft hoffe, ich hoffe einfach, wie gesagt, dass sie eine Kämpferin wird. Durch Son Gokus Blut wurde Son Gohan ja sehr schnell stark und bei Pan könnte es einfach sogar noch viel extremer sein. Was ich persönlich wirklich sehr, sehr scheiße finden würde, wenn sie keinen Super Saiyajin erlernen kann, weil sie die Mystic Form in sich hat. Ihr wisst ja, ich mag die Mystic Form kein Stück. Für mich ist es einfach nur der fucking Normalzustand und ich hoffe einfach, dass Pan nicht die Mystic Form kriegt. Was für ein geiler Moment ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie bei irgendeinem Gegner den Super Saiyajin 2 erreicht und so ernst ist wie Teen Gohan Super Saiyajin 2. Was für mich aber schon sehr sicher ist, dass Son Goku sie trainieren wird. Mal wirklich vorstellen, Pan 10 Jahre alt kann den Super Saiyajin Gott und Blue, Alter, wie übertrieben wäre das? Und zusätzlich noch wäre es komplett unlogisch, also würde es zu Dragon Ball Super einfach perfekt passen. Aber so abwegig ist es eigentlich nicht, dass er den Super Saiyajin Gott und Blue erlernt. Bei dem Spiel Dragon Ball Heroes kann ja der Hauptprotagonist, also der männliche und der weibliche, die können ja auch den Super Saiyajin Gott und Blue. Klar, es ist natürlich nur ein Spiel, aber so unwahrscheinlich ist es eigentlich nicht, finde ich. Am Ende von Dragon Ball Z war ja Son Gohan gar kein Kämpfer mehr, aber trotzdem hoffe ich einfach, dass die ein oder andere Folge kommt, wo er mit seiner Tochter Pan trainiert. Es wäre einfach schön zu sehen, wie Son Gohan seine Tochter trainiert oder halt Son Goku oder sogar Whis wäre eigentlich auch nicht so unwahrscheinlich, finde ich. Wenn sie wirklich bei Whis trainiert, ist auf alle Fälle der Super Saiyajin Gott und Blue safe drin. Was sogar auch sein könnte, ist, dass sie nach dem Super Saiyajin, nachdem sie den erlernt hat, auch den Super Saiyajin 2 erlernt. Ich meine, wenn sie schon bei so einem Charakter wie Kaulifler machen, denn bei Pan sowieso, bei ihrem ganzen Potenzial einfach. Aber wie eigentlich schon gesagt, den Super Saiyajin müsste sie eigentlich sehr leicht erlernen, wenn sie halt nicht die Mystic Form von Anfang an hat. Wenn es nach dem Ende von Dragon Ball Z weitergeht, wäre es einfach schön, wenn Pan eine Hauptprotagonistin werden würde. Und noch einmal hier erwähnt, Son Goten und Trunks auch. Aber Leute, was glaubt ihr, wie viel Potenzial steckt wirklich im Pan? Wenn ihr noch weitere Themenvorschläge habt, dann schreibt sie gerne in den Kommentaren und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye!